Ja, meine Freunde, wie man es da am Start für euch, und der geneigte Zuschauer wird vielleicht schon entdeckt haben, dass ich ein Paket habe. Ich will es jetzt nicht so vor die Kamera halten, dass man meine Adresse sieht. Und der geneigte Zuschauer wird vielleicht auch schon gemerkt haben, dass ich hier ein Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Poster habe. Und der geneigte Zuschauer, der sich vielleicht auch für Naruto interessiert, wird schon gemerkt haben, dass Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, dachte ich, heute sein Release feiert. So rum. Gott, immer so einfach, das so zu machen, dass ihr meine Adresse nicht seht. So. Upsala. So. Ich muss gut aufschneiden, dass ich aufpassen, dass ich mich in den Folien schneide. Ich hasse das, so was anders zu machen. Sieht man das Zeug immer so blöd. So. Ja, ich habe mir das ganze Ding bestellt. Und zwar in der Special Edition. Und die sieht aber wirklich richtig geil aus. Da ist das gute Stück. Mit Figur. Wo ist ein Rechnung drin? Das kommt mal weg weiter. Ha! So sieht die ganze Kiste aus. Sieht man schön, weil es so total geil spiegelt, wenn das hier dunkel ist. Richtig geil Naruto im Kyuubi-Modus. Und wir packen das Ganze jetzt mal aus. Übrigens, für die es interessiert, in der True Despair Edition damals war Sasuke drin als Figur und hier ist Samurai Naruto drin. Und da ich sowieso so ein kleiner Sammler bin, so ein kleiner Sammler-Fetischist, nein, so ein kleiner Sammler, freue ich mich natürlich da umso mehr, dass da wieder so eine Figur drin ist. Ich hätte mich natürlich nochmal über so eine Naruto-Figur im Kyuubi-Modus gefreut, die wäre natürlich noch gerade gewesen. So, packen wir das ganze Ding mal aus. So sieht das Ganze ausgepackt aus, sieht man vielleicht jetzt, ja, jetzt ist das Ganze natürlich ein Stückchen schöner. Weil es nicht mehr so spiegelt. Naruto Ultimate Ninja Storm Revolutions. Für die PlayStation 3, hier sieht man auch schon, was da drin ist. Das Spiel, ich dachte ein Artbook, Soundtrack CD, Naruto im Samurai Outfit und verschiedene Kostüme. Richtig nice. Ich bin so ein kleiner Naruto Fanboy. So. Packen wir es mal aus. Unser Samurai Naruto. Frisch aus Japan. Sieht man dann auch noch drauf, was es da noch so gibt. Ich hätte gerne noch diesen Minato, der war geil. Weil halt Minato einer meiner Lieblingscharaktere ist. Den packen wir gleich aus. Ach nee, das ist das Steelbook, was hier noch mit drin ist. Das ist natürlich fett. Das Naruto Ultimate Ninja Storm Revolutions Steelbook mit Minato, Kakashi. Ja, erkennt's ja. Also die Leute, die sich damit auskennen, wissen das dann halt hier. Also hier, wo mein Daumen ist, hier ist halt Obito und hier ist Kakashi und unten ist die Frau von Minato. Und ganz unten rechts, das rechts auf der rechten Seite, ist die Freundin von Obito. Zwei Discs, damit man auch die Soundtrack-CD mit reinlegen kann. Richtig geil. Ich bin sowieso ein übelster Steelbook-Fan. Hab auch Haufen Steelbooks liegen. Ja, hier haben wir das Spiel. Auch richtig cooles Cover. Was steht da vorne drauf? Und Bonus-Anime-DVD Inside. Ah, kann ich das zeigen? Ja, da hat man halt das Booklet innen drin plus die Bonus-Episode und hier hinten ist halt das Spiel. Alle Fälle richtig cool mit Kyuubi Naruto vorne drauf auf dem Cover. Richtig geil, richtig, richtig geil. Was haben wir hier? Ein Heftchen mit Steuerung und so weiter, also mal ganz was anderes. Wurde ja in letzter Zeit sehr, sehr selten irgendwie in Games verwendet, mal wieder so ein ganzes Booklet zu machen, was immer was Schönes. Ich mochte die früher sowieso. Und ja, wir packen jetzt mal das ganze Ding aus. Unser Messer hier. Unsere Naruto-Figur. Ich weiß noch nicht, ob ich hier ein Gameplay davon hochladen soll. Können wir mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier vielleicht mal ein Gameplay hochladen soll, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Weil ich eher immer noch so der Meinung bin, das ist ein Pokémon-Channel. Ob ich da was anderes hochladen sollte, ist vielleicht auch fraglich. Also schreibt einfach mal einen Kommentar, wie ihr das finden würdet. Das ist leer. Oh, das sind doch schon wieder geil eingepackt hier. Kriegen wir das alles unten so raus? Ja. Natürlich kriegen wir das alles unten so raus.
Und zwar so lange, bis es knack geht und kaputt ist. Also sieht das Ganze aus, wenn ihr das bekommt. Also hier haben wir der Roto mit Kopf und allem drum und dran. Ach, ich mag dieses... dieses Auspacken immer nie. Ich hatte immer Angst, dass irgendwas kaputt geht. Ja, ganz normal Standfuß. Ich werde dich vor den Narutos Kopf. Ja, Naruto-Figur mit Samurai. Also so rum. Das ist eigentlich nicht viel an. Nein, natürlich geht das nicht so rum. Schade. Hätte ich nämlich Rücken an den Rücken stellen können. Das wäre nämlich auch geil gewesen. Willst du mich denn jetzt verarschen? Oder geht das doch so? Jetzt hab dich nicht so. Das Loch ist zu eng. So. Also so. Ne? Ja, das mit dem Loch, das war übrigens gerade eine Metapher. Einige Jungs durften das vielleicht kennen. ja, der Kopf muss natürlich auch mit rein. Sieht auf alle Fälle richtig gut aus, schon mal. Und hier haben wir jetzt noch die Schwerter, oder das Schwert. Das Schwert, die Schwerter. Ah, die Schwerter. Nice, nice, nice. Ah, das wird ein Rumgefriemel hier, ey. So. Mal also erstmal angucken, wie der hier da steht. Aha, aha, aha. Oh, was ein. Dieses Ausgepacke. Ich hasse das von solchen kleinen Figurzeug, ey. Ich hasse das immer extrem. Obwohl ich diese Dinger immer gerne irgendwo hinstelle. Ich habe auch haufenweise Assassin's Creed-Figuren hier rumstehen. Wer das vielleicht noch nicht gesehen hat. Das Unboxing gibt es auch auf meinem Kanal. Und wieder aufziehen. So. Ach, das ist ein Gefummel. Hä, wo muss das jetzt rein? Oder muss das gar nicht rein? Bimon, Bimon, Bimon. Natürlich alles wieder passen. Oh, dieses Rumgefummel. Das ist wie wenn ihr ein BH aufmacht von einer Frau. Ohne Mist. Ohne Mist. So. Da frage ich mich auch, wozu das Schwert ist. Also habt ihr nochmal ein Schwert? Oder was soll das sein? Hör? Hör, hör, hör. Das ist schon so geil. Ja, ihr habt hier halt also diesen Naruto, so wie er ist. Was haben wir denn Mäuse wecken? Hier liegt so viel Scheiß drum. Das ist Naruto. Ich kann so ein bisschen näher an die Kamera halten. Also sehr, sehr detailgetreu, wie man sieht. Richtig schön gemacht. In der Samurai-Edition. Und ich habe ja noch ein Schwert. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schwert machen soll. Das ist ein bisschen komisch. Naja, ich werde schon noch irgendeine Verwendung dazu finden. Für das Schwert.
Und ja, ich würde sagen, knapp 10 Minuten wieder gebraucht für das Unboxing. Auf alle Fälle das Steelbook richtig fett, die Naruto-Figur richtig fett. Ich würde sagen, das war's von mir. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mein Gameplay davon hochladen soll oder nicht. Und wir sehen uns morgen wieder. Genau, morgen gibt es nämlich den Arena-Talk und morgen gibt es auch die Trainerschule, Folge 2. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.